Hi Sascha für Mobile Geeks hier. Endlich habe ich es in den Händen. Das ist mein Handsome zum neuen LG V20. Wunderschönes Gerät. Wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Wisst ihr, was das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich es in die Hand genommen habe? So, nicht nur als ich es in die Hand genommen habe, auch als ich es mir angesehen habe. Das ist ein Premium, ja, ein Profigerät. Das liegt zum einen an dem Material, was die verwenden. Das ist ein ganz spezielles Aluminium. Das nutzt sie zum Beispiel auch beim Asus ZenBook 3. Was eigentlich aus der Flugzeug- und Raumfahrttechnik kommt. Extrem leicht und vor allen Dingen extrem verwindungssteif. Und es fühlt sich vor allen Dingen, habe ich zum dritten Mal extrem gesagt, extrem gut an. Okay, jetzt war es viermal. Das ist wirklich das Erste, was mir einfällt. Plus, dass es eine Ecke leichter gemacht haben gegenüber dem LG V10. Das sind jetzt 174 Gramm, die wir hier haben. Plus ist auch relativ dünn. 7,6 mm waren das, ganz genau. Und basiert auf dem Qualcomm Snapdragon 820. Ihr habt 4 GB RAM, 64 GB interne Speicher, den ihr übrigens relativ einfach aufrüsten könnt. Weil wenn man es ums Gerät geht, dann sieht man überhaupt keinen Micro-SD-Slot. Ne? Aber hier an der Seite haben wir so einen kleinen Taster. Und wenn ich den drücke, passiert Folgendes. Guck mal da. Könnt es aufmachen. Und was ihr da drin habt, ist ein 3200 mAh Akku. Und den könnt ihr ruckzuck austauschen. Plus hier haben wir dann den Slot für die Nano-SIM-Karte und die Micro-SD-Karte. Übrigens, die kann bis zu 2 TB groß sein. Das heißt, eure 64 GB internen Speicher könnt ihr nochmal maximal um 2 TB erhöhen. Und das nächste, was euch auffällt, wir waren ja jetzt gerade so ein bisschen beim LG G5 gewesen, ist, auf der Rückseite haben wir eine ähnliche Kamerakonfiguration. Das ist die 8 Megapixel, die für die Panoramashots am Start ist, also Weitwinkel plus die 16 Megapixel Hauptkamera. Und natürlich könnt ihr über die Software ganz schnell hin und her schalten. Bleiben wir bei der Kamera, denn vorne haben wir auch noch eine, das ist eine 5 Megapixel Kamera, aber auch hier wird euch diese Funktionalität geboten. Das heißt, ihr könnt ein normales Selfie machen, aber ihr könnt auch ein Weitwinkel-Selfie machen und auch da wieder ganz normal über die Kamera-Software hin und her schalten. Den Fingerabdrucksensor habe ich euch schon gezeigt, aber im Grunde genommen hätte ich eigentlich anfangen müssen mit dem Feature, was das LG V10 ja eingeführt hat in den Markt. Ihr seht es hier oben, das ist das zusätzliche Display, in dem ich ganz einfach hin und her scrollen kann und mir hier zusätzliche kleine Quick-Settings und Benachrichtigungen, verpasste Anrufe, habe ich neue Mails bekommen und so weiter. Always on. Ihr könnt das sogar so ein bisschen designen, könnt unterschiedliche Wallpapers dahinter packen. Und der Unterschied ist natürlich zu den anderen Always-on-Displays. Dadurch, dass es nicht das gesamte Display einnimmt, verbraucht es auch nicht so viel Strom. Obwohl, Snapdragon 820, 3200er Akku plus Android Nougat, glaubt mal, ihr kommt hier locker durch den Tag durch, wenn nicht sogar durch anderthalb Tage. Übrigens, 5,7 Inch, habe ich euch gesagt, das Display, und ist ein Quad HD. Was ganz besonders mir aufgefallen ist bei diesem Gerät ist, dass ich vor allen Dingen schon die ganze Zeit hier das Audio mitschneide. Guck mal hier, ihr habt hier so ein HD Recording Features. Die haben wirklich an den Mikrofonen gearbeitet. Plus ihr bekommt auch eine App dabei, die sieht aus wie ein kleines Tonstudio. Für die Leute, stellt euch vor, ihr wollt gerne mit einer Akustikgitarre für die Musiker unter euch und wollt ein Video machen. Weitwinkel, Frontfacing-Kamera, ihr habt euer kleines Tonstudio vor euch, ihr nehmt auf, beides und könnt richtig, richtig gute Aufnahmen machen. Sowohl vom Videomaterial als auch vom Audiomaterial. Denn die Mikrofone, die hier eingebaut sind, haben im Vergleich zur Konkurrenz einen entscheidenden Vorteil. Ihr habt gerade, wenn ihr auf Konzerte geht, ihr seid im Fußballstadion, so ab 110 Dezibel, da habt ihr so oft diese Clippings, ja, dann habt ihr so Distortion-Effekte auf der Aufnahme drauf. Und jetzt mit diesem neuen, Mikrofon sagt LG, dass sie bis 132 Dezibel ohne Probleme aufnehmen können. Und das ist durchaus ein sehr interessantes Feature. Ich habe euch schon gesagt, Android Nougat 7.0 ist hier drauf, den Fingerabdrucksensor. Und wisst ihr, was das erste Mal ist, wenn ich ein neues Telefon bekomme? Ich mache diesen hier. Oh, jetzt funktioniert es natürlich nicht. So, da, also ich mache immer diesen Doppelklick
Und das hat ja eigentlich auch LG in den Markt eingeführt und ich finde das einfach super praktisch. Wer Interesse an einem großen Phablet hat, ja, 5.7 ist groß, aber extrem dünn, extrem leicht und vor allen Dingen sexy verarbeitet, kommt übrigens in drei verschiedenen Farben. Das ist Titangrau, wird das wahrscheinlich heißen. Der sollte sich unbedingt das LG V20 anschauen. Natürlich werden wir das auch noch ausführlich testen und dann testen wir auch ausführlich, was es hier mit der kleinen, dem kleinen Bang & Olufsen Logo auf sich hat. Ja, das wird in einem Bundle mit einem Bang & Olufsen Headset verkauft und ich glaube auch das macht nochmal einen richtig großen Unterschied. Erste Eindrücke vom LG V20. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare rein. Vielen Dank fürs Zusehen.